Hallo, hier ist wieder Papa Noob. Ich sitze in meinem Wohnzimmer bei sage und schreibe 95 Grad. Ich schwitze wie ein Braten. Ich habe eben schon meine Cousine angerufen und ihr zum Geburtstag gratuliert, obwohl meine Tante heute Geburtstag hat. Yes! Und wenn ihr euch fragt, was labert ihr für ein blödes Zeug? 95 Grad Fahrenheit. So, viel Spaß beim Rechnen, dann wisst ihr, wie warm es gerade in meinem Wohnzimmer ist. Ich musste auch die Aufnahme schon mal abbrechen und neu starten, weil es dem Laptop zu warm geworden ist. Na gut, aber jetzt scheint es zu funktionieren. Und dann gucken wir mal, wir sind auf der Insel B3 und werden uns dann in Kürze mal fortbewegen. Ich gucke aber erstmal, was ich eigentlich alles eingepackt habe. Okay, Steine habe ich genug. Holz habe ich ein bisschen. Sand habe ich ein bisschen. Was liegt hier noch drin? Bisschen Kohle. Kohle habe ich aber eigentlich auch genug. 300. Mal gucken, habe ich hier noch was drin, was ich mitnehmen muss unbedingt? Steine, jede Menge. Pickaxe. Ja, ist egal, was ich mitnehme. Ich habe eigentlich von allem genug. So, das bedeutet, wir werden uns... Hey, jetzt schießt er auf mich. Was soll der Unfug? Ah. Ach ja, ich habe hier die Wände verstärkt und habe hier noch zwei Steine reingeklatscht. Ja, eine Ausnahme ich auch noch verstärkt, weil irgendwie haben die es fertig gekriegt, mich da drin zu treffen. So, und jetzt sehen wir zu, dass wir weiterkommen und segeln mal ein Stückchen weiter. Oh, ich sehe auch, dass mein Floß nicht mehr allzu lange halten wird. Oh. Hoffentlich war das Heil sicher abgestellt, aber es macht nicht unbedingt den Eindruck. Wo fahre ich denn hin? Sowieso in die falsche Richtung? Na, das passt ja wieder alles heute. Juhu. Oh Gott, im Himmel, nee. Ach, die Adler kommen auch schon wieder nischt wie weg. Ich melde mich gleich, wenn ich die nächste Insel gefunden habe. Uno momento, por favor. So, ich habe gefühlt noch 16 Liter Wasser ausgeschwitzt und habe eine neue Insel gefunden. Dann suchen wir uns jetzt einen geeigneten Landeplatz. Den hier zum Beispiel. Oh ja, sehr schön. Das ist ja mal perfekt. Ein fettes Jawolski dafür. Aua, aua. Und ich weiß gerade wieder, welche Insel das hier ist. Okay, Vorteil, hier gibt es keine Haie. Nachteil, hier gibt es was ganz anderes. Mein Freund Edward wohnt hier. Und wer Edward ist, das werdet ihr bald erleben. Ach du lieber Himmel. Gut, hier muss ich sehr viel bauen. Gegebenenfalls muss ich auch nochmal den Standort wechseln. Das werden wir sehen. Aber ich muss an der Stelle auf jeden Fall unterbrechen. Ich baue mir schnell was und dann melde ich mich. Bis gleich. So, hier bin ich wieder. Hütte ist fertig und guckt mal da, wen wir da haben. Das ist doch Edward. Edward mit den Scherenhänden. Irgendjemand behauptet, das wäre ein Weibchen, aber ich weiß nicht, wie er drauf kommt. Aber gut, eigentlich wurscht. Der Kamerad ist nicht ganz ungefährlich. Ich habe hier auch ausnahmsweise mal eine ganz andere Art Hütte gebaut. Und zwar höher. Warum? Ganz einfach. Der Kerl da drüben ist ganz schön groß. Wo ist er nun? Ist er weg. Der Kerl ist ganz schön groß. Und hier würde er uns beispielsweise erwischen. So, jetzt haben wir hier natürlich einen riesen Krach und Spektakel. Weil diese blöden Skorpione hier ständig rumrennen. Ich kann mal gucken, ob wir da zur Ruhe reinkriegen, aber ich glaube, die respawnen sind schnell. Naja, so ist schon mal nicht schlecht. Muss ich mal vielleicht mal hochgucken, nicht dass der Große kommt und mir den Kopf abreißt. Alter, ist das ein Krach hier.
jetzt versuchen, meine Stufe ein bisschen höher zu machen, dass wir hier hängen bleiben. Und dann muss ich mir gleich ein neues Schwert machen gehen, aber so kann man die eigentlich normalerweise ganz gut fangen. Oh no! Ich habe mir hier aus Sand so einen kleinen Weg gebastelt. Sicherheitshalber. So, hier kann ich nach oben hüpfen. So, wo ist der Dicke? Der ist nicht da. Den muss ich dann irgendwie noch hierher locken. Ich habe ja die Hoffnung, dass er irgendwann doch mal kommt. Und dann können wir mal probieren, mit was wir den bekämpfen können. Und so ganz nebenbei braucht man Crafting Table. Den machen wir uns mal auf die Schnelle. So. Ja, den können wir ruhig hier hinklatschen. Ist eigentlich auch schon. Dann, Essen trinken haben wir genug. Ja, ich mache nur noch zwei Schwerter und dann gucken wir mal, wie weit uns das bringt. Wahrscheinlich nicht allzu weit. Einfach im Grund, das sind doch ein paar viele von den Dingern da. So, gehen wir hoch, dann legen wir mal die Bananen zur Seite. So ist es übrigens ziemlich dämlich. Und das war, ihr werdet es nicht glauben, sogar Absicht. So. Guck mal, was ich hinkriegen, dass die jetzt hängen bleiben, Kameraden. Halt auch die Skorpion. Einiges mit dem anderen Viehzeug. Bleiben mit Gruben ganz gerne hängen. Einer weniger. Drei weniger insgesamt. Allerdings wird es nicht lange halten, glaube ich. Ach, da ist ja noch einer. Jetzt haben wir nur noch einen, aber auch kein Schwert mehr. Beziehungsweise nur noch dieses schwer geschädigte. So, dann werden wir jetzt vielleicht mal ausprobieren, wie schnell diese Dinger respawnen, wiederkommen, mir auf den Wecker gehen. So, jetzt fallen wir nicht ins Wasser. Jungs, wo seid ihr? Ja. Also es scheint keinen Wert zu haben, das sind einfach zu viele. Möglicherweise ist das da hinten ein Weibchen, diese Königin, oder diese Königin, dieser fette Skorpion. Auf dem Band habe ich das Gefühl. So. Jetzt arbeiten wir uns mal langsam nach vorne. Wenn ihr euch übrigens fragt, wo ihr Sand hier kriegen sollt, wenn ihr keinen mehr habt, ist relativ einfach, aus dem Meer. Höhe kann man sich eigentlich ganz gut fortbewegen. Also sicher vor den kleinen Skorpionen. So, das Problem bei der ganzen Kiste ist jetzt, ich weiß nicht, wie ich den großen Skorpion nochmal angelockt kriege. Ist aber auch nicht so schlimm. Ich werde mir jetzt im Wasser noch ein bisschen Sand holen. Oder so. Okay, Haie scheint es keine zu geben, sonst wäre schon gemampft. Man sieht natürlich jetzt nicht mehr so extrem viel. Ich tauche ab und baue noch Sand ab da unten, damit ich mich weiter über die Insel bauen kann. Guck mal noch, ob ich noch eine Idee habe.
beziehungsweise ich habe eine Idee, und zwar eine Plattform irgendwo mittig auf der Insel, oben auf einem Baum. Vielleicht ist das hoch genug. Ich muss gucken, ob ich das hinkriege. Wir werden es erleben. Bis gleich. Gesammelt, eine Muschel geöffnet. Da springen die blöden Skorpione rum und können Gott sei Dank nicht schwimmen. Hier unter mir habe ich den ganzen Sand abgebaut. Und hier seht ihr mal, wie mein Turm jetzt aussieht. Hinten habe ich den gerade einfach offen gelassen, um Steine zu sparen. Und dann werden wir jetzt gleich mal versuchen. Ernsthaft, oder ein Fluss schon so im Eimer? Okay. Dann werden wir gleich mal versuchen, ein bisschen voranzukommen hier. Aber zuerst sollte ich was trinken und was essen. Also trinke ich anders. Also trinke ich erstmal Kokosnüsse. So, die bringen glaube ich 5 oder so. Also brauche ich 4 Bananen. Na, kommst du. Jetzt gibt das noch, passt oder nicht. Okay. Dann werde ich das Spiel jetzt mal ganz kurz speichern müssen. Sicherheitshalber. Weil, ich weiß ja nicht, ob die Nummer jetzt gleich funktioniert. Also ich habe das schon mal auf die Art und Weise gelöst und habe dann den fetten Skorpion mit Sprengpfeilen oder Bombenpfeilen, wie auch immer man die korrekterweise nennt, angegriffen. Und gekillt. Hat aber einige gekostet, wartet mal. Bei genauer Überlegung gehe ich erstmal noch eine Etage höher. Und bastel mir noch 1-2 Sachen. Und zwar als allererstes mache ich mir mal eine Kiste. So, die wird hier hingeknallt. Dann, ich habe ja genug Eisen dabei. Dann kann ich mir ja bessere Waffen machen. Ja, dämlich. Man sollte natürlich die erste Sache machen. Man ganz schön leben da unten. So. Sicherweise. Okay. Da ist er. Wir werden den eventuell doch sofort angreifen. Ich muss jetzt nur die Pfeile runterlegen. Das Ding runterlegen. So, jetzt fängt es an interessant zu werden. Jetzt ist der Kerl nämlich in Reichweite. Schaden. Yes! Schnell, schnell speichern. Ich habe keine Ahnung, wie viele Pfeile ich jetzt verbraten habe. Auf jeden Fall genug. So, und jetzt stellt sich die Frage, Hab ich Platz für diverse Drops? Nee, hab ich nicht. Komm, weg. Zack. 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 So viel wird er nicht gedroppt haben. Ja, ja, ja. Das ist jetzt alles kein Problem. So, und jetzt. Das Zeug schnappen. Schnell ins Wasser. Du bist hoch. So. Also, der Absturz aus der Hütte aus Floß war natürlich für die Füße.
Zack, zack, zack. So, was haben wir? Scorpion Panzer oder so? Keine Ahnung. Scorpion Tail, also Tail ist der Schwanz, der Stachel, das weiß ich. Skorpionfleisch, kann man das essen? Uff, offenbar. Ah, hauen wir uns auch noch rein, brauche ich eh nicht, glaube ich. So. Ahnung, ob es hier noch irgendwas Brauchbares gibt, aber ich glaube nicht. Egal. Gut. So, wir bewegen uns jetzt mal ein bisschen nach vorne. Und jetzt seht ihr auch, warum ich den Sand gesammelt habe, weil hier sind so viele Skorpione. Ich glaube auch nicht, dass das weniger werden. Wobei, wenn der Große weg ist, vielleicht kriege ich die Kleinen dann noch kleiner. Also gut. Gucken wir direkt. So, das Zeug wird mir hier in Sicherheit gebracht. Ich habe ja gespeichert, kann mir nichts mehr passieren. Ich habe 11 Springpfeile verbraucht für den Vogel. Das ist natürlich eine Ansage. So, wie viel Platz habe ich denn? Nicht genug. Wir gehen jetzt trotzdem mal gucken. Ah, wartet mal. Den Ofen, den kann ich jetzt hier ganz bequem hier reinpacken. Habe ich noch Platz für ein Weiß? Das nehmen wir mit. So, die Sprengteile werde ich jetzt immer nicht mehr brauchen, also ab nach oben damit. Wie sieht eigentlich mein Bogen aus? Ja, das ist mein Bogen. Ah, da drin, der sieht noch gut aus. Wunderbar. So, dann gucken wir mal, ob wir hier ein bisschen Ruhe reinkriegen. Ich mache mal ein bisschen wieder von hier aus. So gefällt mir. Oh no! Wäre natürlich eine Sache, dass keine mehr kämen, wenn der Große weg ist. Dann könnte man uns die Insel auch in Ruhe mal angucken. Aber letzten Endes, ja, wisst ihr jetzt schon mal, wie man die Skorpion besiegen kann. Flitzt nur noch der eine rum. Ja. Zwei. Mal gucken, ob es bei dem einen bleibt. Da kommen schon wieder welche. Die respawnen ohne Ende. Na gut, dann lassen wir das mit dem Killen von diesen blöden Viechern. Den werden wir nachher noch oder später noch irgendwo eine Grube graben. Und mal gucken, ob die dann nicht in der Grube irgendwie hängen bleiben, wenn die tief genug ist. Wenn ich das gemacht habe, geht's weiter.
So, ich habe mich jetzt mal hier hochgebaut. Das war ganz pfiffig. Ich habe da unten den Stamm entfernt und habe mir hier so eine Art Treppe hingebaut. Jetzt bin ich mal schön weit oben. Mit ein bisschen Glück komme ich jetzt von Baum zu Baum und brauche mich da unten nicht mit diesem Ungeziefer rumzuärgern. Machen wir das. Machen wir mal so, was soll's. Einen Schritt zurück. Können wir nicht runterfallen. Jo, geht doch. Feine Sache, feine Sache. Da muss man natürlich ein bisschen aufpassen. Ui. Beinahe wäre es schon passiert. Aber auf dieser Insel gibt es anscheinend nichts. Außer verdammt viele Palmen und verdammt viele Skorpione. Ich meine zu wissen, dass dieser blöde Skorpion jetzt so schnell nicht wiederkommt. Oder möglicherweise auch gar nicht. Bin mir aber nicht 100% sicher. Ich glaube, als ich das schon mal gespielt habe. Es reicht tatsächlich noch. Ich glaube, als ich das schon mal gespielt habe, wollte ich noch mehr von diesen Skorpionteilen haben und habe irgendwie keine gekriegt, weil er nicht mehr gespawnt ist. Also nicht mehr aufgetaucht ist. Hep. Alter, das war knapp. So, und ich sehe jetzt auch nichts, was uns wirklich noch weiterbringt hier, um ehrlich zu sein. Na komm her. Ja, war nicht günstig, hätte ich gehört, worden, das ist egal. So, so kann man sich aber hier relativ gut und gefahrlos bewegen. So. So, jetzt sind wir eigentlich schon. Ach so. Karte haben wir ja eigentlich nicht, weil wir uns auf der Insel ja nicht wirklich gut bewegen können. Ja, aber wenn ich mir das hier so angucke, hier ist überall jede Menge gar nichts. Ja, und Skorpione. Mit den Skorpionen werde ich mal noch was ausprobieren. Und zwar im Prinzip den gleichen Trick, den man auch bei der Spinne oder generell bei irgendwelchen nervigen Viechern anwenden kann, sprich vergraben mein Loch. Okay. Und bevor es jetzt ganz dunkel ist und ich überhaupt nicht mehr sehe, wo ich als nächstes runterfalle, bewegen wir uns mal vorsichtig zurück in Richtung, unserer Hütte. Und sehen mit Entsetzen, der Kerl ist respawned. Da ist er wieder. Okay, dann wäre diese Frage dann auch abschließend geklärt. Der Typ taucht wieder auf. Gucken wir mal. Ja, falsch. Ich habe 11 von den Sprengpfeilen verbraucht, um den zu killen. Wer ein bisschen besser zielen kann als ich, reichen bestimmt auch 10. Jetzt kriegen wir aber bald ein größeres Problem. A, ich sehe nichts. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ah, da hinten. Und B, von dem Baum aus, wo ich hochgeklettert bin, bis zu meiner Hütte, könnte passieren, dass ich diesen Weg nicht überleben werde. Aber das probieren wir jetzt noch aus, ob wir von dieser Insel wieder lebend runterkommen. Wenn ich jetzt hier runterfalle, habe ich ein echtes Problem. Vor allem, wo bin ich hochgekommen, ne? Scheibenkleister! Gehen wir uns mal lieber ganz, ganz vorsichtig und langsam. Sind überhaupt löchrige Palmen hier. Aber gut, auch von hier oben könnte man den großen Skorpion eigentlich ganz gut angreifen. Vielleicht schaffen wir es auch. Genau, ich werde jetzt versuchen, auf die Palme da hinten zu kommen. So, und dann bin ich bei voller Gesundheit. Ja, bin ich. Das heißt, einen kleineren Absturz würde ich überstehen. Das heißt, ich bewege mich jetzt ganz vorsichtig darüber. Alter Schwede. So, okay Leute, das wird jetzt sicherheitshalber nochmal gespeichert, weil
Ich glaube, das könnte problematisch werden, die Nummer zu überleben. Also ich muss einfach nur kommen bis ins Wasser. Wenn ich das schaffe, ist alles gut. Findet ihr was? Das wisst ihr gleich. So. Hallo, Edward der Zweite. Okay. Wait, nee, nicht. Alter, wieso ist er drauf? Wir geben uns erstmal in Sicherheit. Sprich hier nach oben außer Reichweite von dem Vieh. Wie er es klein kriegt, habt ihr ja schon gesehen. Wir gönnen uns jetzt nur noch 2 Kokosnüsse. Für meinen Seelenheil und sonstiges. Dann vielleicht noch 3 Bananen oder so. War eigentlich jetzt blöd. Umgekehrt wäre geschickter gewesen. Dann hätte ich die Nahrung auch auf 100. Egal. Und jetzt überlegen wir mal, was wir hier lassen. Na gut, allzu lange überlegen muss ich da nicht. Das Ding bleibt hier. Das muss mit. Dann gucken wir mal, wie weit wir von unserer Heimatinsel weg sind. Wo sind wir denn überhaupt? Oh, hervorragend. Mein Floß ist so gut wie im Eimer. Also wenn ich es schaffe, nach D5 zu segeln, dann werde ich auch überleben. Aber ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Mit dem Floß könnte das eng werden. Jetzt gucken wir erstmal noch, was war hier drin. Also das Ding nehme ich auf jeden Fall mal mit. So. Das Ding nehme ich auch auf jeden Fall mal mit. So, haben wir hier noch irgendwas Unsinniges? Also völlig Unsinniges. Eigentlich nicht, ne? Ja, muss ich nicht unbedingt dabei haben. Gut, die Pickaxe, dann nehmen wir die bessere mit. Man weiß ja nie. Macht jetzt keinen so großen... So, macht sonst keinen so großen Unterschied, aber... reicht jetzt, wir hauen jetzt hier ab. Weil die ganze Kiste ist mir zu heiß. So, jetzt gucken wir mal, falsch. Jetzt gucken wir mal, dass wir möglichst geradeaus fahren. Ich sehe natürlich relativ wenig. Und ich begrüße euch dann auf der nächsten Insel wieder. Aber das machen wir im nächsten Part. Und na komm, ich will nicht schalten, braucht doch einen dicken Finger, geht's manchmal nicht. Jetzt. Was wollte ich sagen? Achso, ich begrüße euch dann im nächsten Part auf der nächsten Insel. Dann werde ich auf meine Heimatinsel fahren und da mal ein bisschen für den Kram abladen. Da ist es ja relativ sicher, glaube ich. Irgendwann werde ich das auf meine sichere Insel oben, weiß nicht mal, in welchem Quadrant die war, alles rüberkarren. Und ich werde auf jeden Fall das Floß tauschen müssen. Ich habe ja Gott sei Dank noch ein paar. Und... dann gehen wir weiter auf Entdeckungsreise und gucken mal, wie weit wir kommen. Nach meiner Berechnung müssten wir mit den 4 Flößen eigentlich es schaffen, die restlichen Inseln alle zu erkunden. Gut, und bis dahin sage ich euch mal wieder, ihr könnt gerne meinen Kanal abonnieren, meine Videos kommentieren, die Glocke aktivieren, damit ihr den Quatsch auch mitkriegt, den ich hier veranstalte. Und ansonsten genießt euer Leben, meine Freunde der Sonne. Bis denn dann. Tschüss.